Würdest du Altcoins jetzt noch nachkaufen und abwarten? September Zinsentscheidung, Arbeitslosenzahlen. Ja, 18. September dürfte das genaue Datum sein. Die Frage ist halt, also es wurde ja bestätigt, dass es einen Rate Cut geben wird. Die Frage ist, um wie viel? Sind das 25 Basispunkte? Das wird, glaube ich, mit eingepreist sein. Oder sind es sogar 50 Basispunkte? Das wissen wir, glaube ich, gerade noch nicht. Ich habe auch gerade nicht im Kopf, wovon jetzt die Mehrheit ausgeht. Aber gut, ist es auch noch einen guten Monat hin. Könnte nochmal interessant werden. Aber ja, ist halt die Frage erstmal, in welche Richtung es geht. Also ich bin schon der Meinung, dass es eher so in Richtung Oktober, der übliche Abtober, dann wieder ein bisschen scheppert, dass wir vorher, wie gesagt, kurzfristig eher noch ein bisschen short-orientiert sind. Deswegen, ich hatte ja hier oder wir hatten hier in dem letzten Dip die Ordern gesetzt, auch gut was abgeholt. Jetzt gerade investiere ich persönlich nicht. Aber wie du das machst, musst du selber wissen. Oh, ich bin nicht allwissend. Das kann auch sein, dass wir die nächsten 2 Wochen jetzt erstmal nur noch steigen. Aber ich bin übergeordnet erstmal noch etwas short-orientiert. Also ich kaufe gerade nicht weiter ein. Wie stehst du zu der These, dass man mit Projekten wie zum Beispiel Render keine höheren Renditen machen kann, da viele bei 30, 40 rein sind? Ziel sind ja um die 30, 40 Dollar. Ja, was heißt keine höheren Renditen? Also von jetzt bis 40 Dollar, es ist doch ein 9x. Also, oder ein 8x, wir stehen ja schon wieder bei 5 Dollar. Das ist doch eine gute Rendite. Also, klar, das 100x ist abgefahren bei Render. Das muss jedem klar sein, ne? Also, sonst hättest du bei 30, 40 Cent kaufen müssen. 100x macht Render nicht. Also, ein Render erreicht keine 490 Dollar im Bullrun oder 500 Dollar. Das passiert nicht. Dementsprechend aber. Wenn du noch nicht weißt, wo du deine Kryptos kaufen oder staken sollst, dann schau dir gerne Bitpanda an. Bitpanda ist die Nummer 1 unter den EU-regulierten Börsen und sogar BaFin lizenziert. Profitiere von 0% Ein- und Auszahlungen, sogar per Kreditkarte und PayPal. Darüber hinaus kannst du nicht nur Kryptos, sondern auch Aktien, ETFs und Edelmetalle kaufen und das Ganze sogar per Sparplan. Registriere dich jetzt über den Link in der Videobeschreibung und unterstütze damit auch mich und diesen Kanal. Man kann ja, ich sag mal, in halbwegs sichere Assets auch lieber Geld anlegen, dann ist die Rendite halt ein bisschen kleiner. Also dieses auf Krampf, ich muss jetzt hier diesen 100x-Coin finden, das geht zu 99% in die Hose, haben wir selber alle schon sehr, sehr oft erlebt. Und ich sag mal, ich weiß, viele bemängeln das immer von wegen, Jay, du bist zu konservativ und du bist viel zu bärisch und du weißt gar nicht, was da alles mit Krypto gehen kann und so weiter. Doch, ich weiß das ganz genau und deswegen weiß ich auch, dass 99% sich damit wieder die Finger verbrennen wird. Und wenn das gesamte Portfolio, das du hast, wenn 5x macht, 5 bis 10x macht irgendwo das gesamte Portfolio, dann ist das unfassbar viel Geld und dann sollte man auch einfach mal profitiert sehen. Von daher, ich investiere weiterhin in Render, weil ich da von einer relativ sicheren Rendite von jetzt aus noch ausgehe, dass man damit noch gut was fahren kann. Und ich gucke nicht, ja, wo ist, ich gehe hier nur noch rein, wo kann ich mindestens 20 oder 100x machen. Na, also die Rendite wird geringer sein, ja, ähnlich wie auch Bitcoin und Ethereum. Ja, Bitcoin wird nicht 600.000 Dollar diesen Run erreichen, also dass Bitcoin noch ein 10x aufwärts macht. Das wird ihm sehr, sehr wahrscheinlich nicht passieren. Dem können wir mal mindestens 2 Runs zuordnen. Aber ja, das muss natürlich jeder selber wissen. Es kommt, ich sag mal, auch immer drauf an, auf das Portemonnaie, das du hast. Na, also wie einen Michael Saylor zum Beispiel, wenn du mit Milliarden spielen kannst, den juckt das nicht, ob der jetzt irgendwo ein 100x macht oder sowas, was bei der Summe auch gar nicht gehen würde. Aber wenn der eine durchschnittliche Rendite irgendwo von 20% nur mit seiner Bitcoin-Strategie macht, dann ist das unfassbar viel Geld, was er erwirtschaftet hat. Und so müssen wir das logischerweise auch betrachten. Wir müssen ja betrachten, wie denken die großen Fische. Ja, die steuern den Markt. So, und wenn du irgendwo einsteigst und die machen nur 100%, dann ist das unfassbar viel Geld auf 30 Millionen, die investiert sind. Ja, den juckt das nicht. Oh, wo kann ich meine 5 Dollar investieren und möglichst 10.000x daraus machen? So, und die großen Fische, die sind mit kleineren Renditen vollkommen zufrieden. Und das ist auch der Grund, warum sie reich bleiben, weil sie nicht gierig werden, sondern prozentual kleine Renditen zu schätzen wissen. So, ne? Klar ist das nervig, wenn wir ein 1.000-Dollar-Portfolio haben und wir machen nur 100% und sind aber eigentlich natürlich ein großes Risiko eingegangen mit dem Krypto-Space. Das ist blöd, ja, aber das gehört dazu. Der Markt ist nicht schuld daran oder die großen Fische können nichts dafür, dass wir Kleinanleger sind. Deswegen, da müssen wir durch. Also die Aussage finde ich so ein bisschen Quatsch. Oder wie definierst du vor allem höhere Renditen? Ja, wenn du sowieso das Mindset hast, unter 10, 20x verkaufe ich hier gar nichts, dann wirst du höchstwahrscheinlich ohnehin auf die Fresse fliegen. Also ich finde die Aussage Quatsch.